Man kann nur was Falsches sagen. Es ist noch gut. Also ich bin noch zufrieden, muss ich sagen. Ist ja auch mittlerweile auch 46. Oh, Patrick Lost, ey. Ja, ja. Hast du schon Sanitas Optal Muskop geholt und so? Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Ich muss, glaube ich, erstmal wieder was essen und trinken. Bevor ich es wieder umsonst mit reingeschleppt habe. Hat's da wirklich einen Besuch? Ich habe ihn umgelegt. Oh, sorry. Granate von mir. Er war schon in die ewigen Jagdgründe, aber doppelt hält besser. Vielleicht hat's jetzt. Junge, wo. Muss mir mal eben flicken, wo ist der denn gespawnt, der Typ? Ja, wahrscheinlich in der Villa oben, oder? Oder hier unten. Da kannst du ja, glaube ich, ja auch an dem Dorf unten spawnen. Ich dachte erst, du wärst das gewesen. Nee. Ich war voll. Nee, hab ich dann auch festgestellt. Ich war voll am Fressen. Ich hab dich dann im Augenwinkel im Gebüsch gesehen. Fressend. Rauchend und schmausend saß ich da, während Klaus seinen Hit gekriegt hat. Vor Schreck erstarrt war er. Meinst du mich? Oder der Typ? Weil auf einmal jemand aus dem Gebüsch gekrochen kam, wie eine Klapperschlange. Snake Plisken kam aus dem Gebüsch. Gebüsch irgendwo hier bei mir? Oder wo? Na, hinter du? Dir müsste ich sein. Jetzt bin ich ja weggelaufen, also. Dort. Weil flogen Granaten. Ja, ich kann Granaten schmeißen. Ja. Ich nicht, ich gebe es ja ehrlich zu. Granaten und ich sind keine Freunde und werden es auch nie. Hier hat er seine. Hier hat er alle vier Krane sein lassen. Nochmal erstmal gucken, was sagen wir für ein Level. Level 19. Oh, Level 19 kann man schon schröpfen. Also so viel besser bin ich da nicht. Er hat auch nur Rotze mit. Ja. Kopfhörer, hier. Maske. Die nehme ich ihm ab. Dankbar. Oh, er hat eine Granate. Das hätte auch ins Auge gehen können. Soll ich die lieber nehmen? Puh. Gute Frage. Nee, ich versuche mal mein Glück raus. Tanke wird geschossen. Okay. Ich muss das mal schnell zurück. Meine Kopfhörer ins Gebüsch schmeißen. So. Alles wunderbar. Als du zu essen angefangen hast und dann Schritte gemacht hast. Also, ich. Ja. Klaus hat Angst, wenn du Granaten hast. Ja, zu Recht, muss man sagen. Klaus, wo bist du? Hier. Hier? Hier, links von dir. Ah, rechts von dir, Entschuldigung. Ja. Glaube, der kam von hier unten irgendwie. Würde ich sagen. 14 Volt zum Hidden Stash. Ja. Das war sein Verhängnis. Die Lootgeilheit. Wollen wir am Ressort vorbeilaufen? Nee, da müssen wir ja rein. Wir müssen ins Ressort? Ah, ja, stimmt, du hast recht. Ich muss ja dort platzieren. War das eigentlich hier oder machbar kaputt?
Das war am anderen kaputt. Wally! Wally, Wally. Das Licht finde ich schon gar nicht so, weil es so einen richtigen fetten weißen Matschfleck hinterlässt an der Wand. Warte, wenn du einen USB-Stick findest, ne? Ah, brauchst du, ja? Immer noch, ja. Okay. Ich bleib mal hier unten. Gut. Ah, jetzt habe ich meine Schlüssel gar nicht mit, ich Idiot. Jusek 2. Mit nebenan noch reingehen kann. Oh ja, nicht so schlimm. Was wollte ich denn jetzt irgendwie machen? Oh, hier ist noch irgendwo ein Skeff. Ich guck mal hoch, vielleicht finde ich oben im Tresor einen Schlüssel. Ja, ja. Ein USB-Stick, Mann. Ein Schlüssel. Okay. Oh, Tatsache, Klaus. Ich habe einen für dich. Ja, super. Willst du dann wirklich ins Tresor damit? Ja, klar. Nee, wir rennen damit raus, oder? Ah, was? Matze. Meinst, man findet sowas ja jeden Tag? Naja, gut. USB-Sticks sind vielleicht doch nicht so knapp. Jetzt, ich geh mal eben ins Skeptkühl, ne? Ja. Bist doch voll, naja. Bin ich eigentlich. Aber man kann ja trotzdem die Quest noch machen. So, ich komme wieder runter, Klaus. Mhm. Ich komme wieder davor zu der Leiche. Kommst du dann rein in das Haus hier, da um die Ecke? Ja, ich komme da gleich hin. Ich wollte eben den Skeff looten. Okay. Raus und nochmal rein, sagt Mero. Ja, ich ja eigentlich auch, aber. Customs. Pass to Lighthouse ist nicht so weit weg. Da können wir mal schnell rüber rennen. Sag Bescheid, wenn du reinkommst, nicht, dass ich dich umlege. So, ich komme zurück. Okay. Gerannt, geschwind. Darfst die Tür ruhig aufmachen. Also ich komme rein. Warte, okay. Ich komme eben rein. Mach die Tür zu, ich steck's dann hier ins Staffelpack. Will ich nicht hinschmeißen. Nicht, dass er wegklitscht. Dafür lab ich mich am feinsten Fraß. Juhu! Und du willst zum Ressort jetzt? Ja. Nachdem ich mich geflickt habe. Nachdem du dich hier geflickt hast, wirst du im Ressort gefickt. Matze, ist gut möglich. Ja, es ist. Und das ist doch der schöne USB-Stick, aber ich finde. Ja, ich brauche ja noch, ich brauche ja auch noch einen zweiten USB-Stick. Na ja, gut. Mein Gott, was lädt langsam das Ding, ey. Klippst du? Ja. Ich klicke und flicke. Okay. Ich höre gar nichts hier. Ich höre dich nicht klippen, Alter. Jetzt wieder. Ich höre nichts. Warte, kannst du eruieren, wo die Schüsse herkommen? Ressort, würde ich sagen. Hm. Aber draußen. Ja. Aber draußen kann man auch sterben, Klaus. Nein, nicht so schnell. Ob
Optimist. Naja, klar, von mir aus. Was machst du? Wo musst du dann noch markieren, wo? Ach so, stimmt, ja, ich muss erstmal markieren. Da vorne an dem Tisch. Geh mal rüber zum anderen Ressort. Der Tisch ist direkt am Haus, ne? Mhm. Ich hocke hier in der Ecke. Ja, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Ja, ich muss ja oben am Hubschrauber dann auch noch markieren. Aber das muss man, glaube ich, jetzt hier nicht am Stück machen, oder? Nee. Naja, dann lass uns zum Ressort. Die haben sich hoffentlich alle schon totgeschossen. Aber Dirk war vorhin da. Ich sah Praxo mit Benji. Tja. Benji habe ich schon ewig und drei Tage nicht mehr. Das war nee. Anfang des Jahres, als der Vibe losging, da mal so zwei Raids mal gemacht mit Benji. Und seitdem verschollen. Er ist lost. Lost in Space. Oh, jetzt hat ja noch einer ein Flugzeug gerufen. Ich glaube, dass ich oben Skeps gehört habe, rechts. Brauchst du Skeps? Nee. Naja, dann. Lass mal irgendwo hier hinhocken. Ich habe Angst, dass ich da einrenne, wo der andere schon sitzt, der den Airdrop gerufen hat. Ich bin rechts von dir, ne? Okay. Und ein Gebüsch weiter. Gut. Boah, der schmeißt doch hier runter. Ach nö, Alter, nö, lass uns in Ruhe. Nee, etwas weiter weg. Ah, da hinten, okay. Läufst du schon weiter? Nein. Blute schon wieder Sau. Ach so. Hat die alte Kriegsverletzung wieder aufgebrochen. Okay, na dann. Wir müssen eh bis hinten durch, ne? Ja. Im zweiten OG, glaube ich, oder? Oh. Es ist immer so eine Sache, wo fängt man an zu zählen? Erdgeschoss, erstes OG, zweites. Die mittlere Etage. Nicht die oberste? Nee, ich meine die mittlere. Ich glaube, oder? Ganz oben. Im Schweine ist das Schweinehaus, das Schweinezimmer. Okay. Willst du drin langlaufen oder wollen wir draußen langlaufen? Bist du schon drin? Ja, wir können auch wieder raus. Na, wir müssen doch durch den Tunnel durch, ne? Mhm. Ach komm, scheiß was drauf. Ich bin schon tot. Scheiße, von wo?
Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Warte, aus hier? Razer 007. Er ist direkt hier. Nee, der war weit weg. Hier waren Steps. Der war ganz weit weg. Hätte ich mal die scheiß Granate geschmissen. Blei, danke dir. Du musst los wahrscheinlich, mein Bester. Hm? Ach Mann, scheiße. Hätte. Ja, ich wollte es, aber ich dachte, er saß auf der Treppe und er stand wahrscheinlich direkt bei deiner Leiche. Der dumme Hund. Der dumme Hund, sagt er. BP hat gute Munition geschossen, aber gute Munition.